Heute bekommt ihr für mich die 10 krassesten Lebensmittel gegen Akne, die ihr jeden Tag konsumieren solltet. Hanging by a thread, hung upon all the words you said, breaking free from me. Nummer 1 ist Zink. Zink ist richtig gut für eure Haut, Haare und Nägel. Die Marke hier ist völlig egal, ich habe jetzt meine von Cedric Nutrition. Ich würde am Tag 25 Milligramm Zink konsumieren, denn das hilft wirklich massiv, eure Haut zu verbessern. Und gerade für diejenigen da draußen, die sehr, sehr oft sich einen schrubben, sich einen wichsen, da wird sehr, sehr viel Zink verbraucht während des Ejakulationsvorgangs. Dementsprechend bitte Zink konsumieren, falls ihr oft euch einen runterholt. Dann Nummer 2, das sind Beerenfrüchte. Ich hoffe, man sieht jetzt hier, das sind Beerenfrüchte, ja. Beerenfrüchte, ich habe jetzt hier Heidelbeeren und Blaubeeren. Beerenfrüchte haben so extrem viele Antioxidantien. Ja, Antioxidantien helfen natürlich, freie Radikale im Körper aufzufangen, verhindern somit Entzündungsprozesse innerhalb des Körpers und somit auch auf der Haut. Und also ich würde hier von mindestens 100 Gramm am Tag essen. Das kann auch diese Beerenmischung sein vom Aldi oder vom Lidl, ja, diese tiefgefrorenen Beeren. Hauptsache wirklich Beeren essen und zwar jeden Tag ohne Ausnahme. Das wird helfen, eure Haut extrem zu verbessern. Nummer 3, das ist Apfelessig, ja, und ganz ehrlich, es riecht richtig scheiße, es schmeckt auch scheiße. Aber Leute, Apfelessig hilft euch, euren Körper im basischen Zustand zu halten. Heißt also, wenn ihr gerade irgendwie gesündigt habt, wenn ihr gerade bei McDonald's wart, Burger King wart oder bei KFC oder sonstiges oder einen Döner gegessen habt, dann empfehle ich euch, nachdem ihr das gegessen habt, 15 bis 20 Minuten später, 2 bis 3 Esslöffel Apfelessig zu trinken. Das wird helfen, diesen ganzen Vorgang, der dann im Körper abgeht, ja, diesen ganzen Entgiftungsprozess etwas zu beruhigen und euren Körper etwas basischer zu halten, damit ihr nicht so extrem viele Pickel bekommt. Ganz, ganz wichtig. Ich würde so oder so empfehlen, jeden Morgen 2 bis 3 Esslöffel Apfelessig zu trinken innerhalb eines Glases mit Wasser. Das wird euch extrem helfen. Und ganz ehrlich, so scheußlich schmeckt es gar nicht. Es geht eigentlich klar. Also. Nummer 4, das sind Sprossen. Ich habe jetzt hier Mungobohnensprossen. Es gibt Sprossen in allen möglichen Variationen. Brokkolisprossen, Radieschensprossen, Kichererbsensprossen und so weiter und so fort. Alfalfa-Sprossen. Sprossen sind extrem, extrem vitamin- und mineralstoffreich. Haben sehr viele unerforschte sekundäre Pflanzenstoffe. Und auch hier empfehle ich euch, euch jeden Tag wirklich etwas hiervon reinzuziehen. Sei es so roh oder auch in irgendeinem asiatischen Gericht oder sowas. Die schmecken erstens geil. Zweitens, wenn die euch massiv gegen eure Akne helfen. Das Problem ist nur, die gibt es meistens nur im Biomarkt. Ihr könnt euch aber Sprossen auch ganz leicht selber anpflanzen. Das zeige ich euch vielleicht nochmal in einem der nächsten Videos. Dann haben wir hier Knoblauch. Leute, Knoblauch ist extrem gut, falls ihr Parasiten habt. Und hilft euch wirklich Entzündungen im Körper zu lindern. Das heißt, wenn ihr massive Probleme mit Akne habt, dann esst wirklich am Tag, versucht eine Knoblauchzehe zu essen. Ich weiß, der Geruch ist nicht so geil, aber es hilft massiv. Und auch Topal auf die Haut angewendet, falls ihr mal irgendeinen Notfall habt, da könnt ihr euch ein bisschen Knoblauch auf den Pickel draufhalten. Das wird euren Pickel direkt komplett zerstören. Ja? Und ihr seid wieder pickelfrei. Also bitte, probiert's aus, Knoblauch ist extrem effektiv. Dann haben wir noch Mango und Papaya. Gerade Mango und Papaya, diese tropischen Früchte, gerade diese beiden sind unglaublich vitamin- und mineralstoffreich, haben so viele gute Enzyme. Probiert bitte 1 bis 2 Mangos oder Papayas in der Woche zu essen, das wird euch enorm helfen. Der nächste Punkt hier ist grüner Tee. Grüner Tee ist erwiesenermaßen reich an Antioxidantien. Antioxidantien, die ich gerade schon beschrieben habe, helfen, freie Radikale aufzufangen und somit die Entzündungsprozesse im Körper zu lindern. Heißt also für uns auch gleich weniger Akne. Ihr könnt grünen Tee auf zweierlei Weise anwenden. Zum einen könnt ihr ihn trinken. Ich persönlich habe grünen Tee nicht so gut vertragen, weil ich kein Koffein mag. Aber grüner Tee zum Trinken, das hilft euch enorm viele Antioxidantien aufzunehmen. Ich würde so empfehlen, 2 Tassen am Tag zu trinken. Dazu würde ich mir noch ein Tonic machen aus aufgebrühtem grünen Tee, den etwas kalt stellen im Kühlschrank. Und dann könnt ihr das eine Woche lang verwenden und morgens als Gesichtstonic benutzen. Das hilft wunderbar, fettige Haut zu minimieren. Das ist unglaublich. Probiert es bitte mal aus.
Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Dann das nächste, Leute, Honig. Honig ist auch extrem gut, gerade topal, also auf der Haut angewendet. Wenn ihr euch mal eine Maske aus Honig macht, das wird eure Haut extrem beruhigen. Und gerade wenn ihr irgendwie einen Notfall habt und eure Haut schlecht aussieht, ihr am nächsten Tag raus müsst zu einem Bewerbungsgespräch, zu einem Date oder sonstigen, dann schmiert euch ein bisschen Honig auf die Haut. Das wird euch helfen, euer Hautbild zu verbessern. Dann haben wir natürlich auch noch die Banane. Die Banane ist in meinen Augen das natürlichste Lebensmittel des Menschen. Und wenn es das natürlichste Lebensmittel des Menschen ist, dann sollten wir auch viel davon essen. Ja? Es ist nicht nur reich an Kalium, sondern auch eine volle Frucht. Und hiervon könnt ihr unglaublich und unendlich viel essen. Das kann eure Haut nur verbessern. Und bitte haut bei den Bananen immer rein. Ja? Macht euch viele Smoothies, viele grüne Smoothies und esst wirklich Minimum 3 bis 4 Bananen am Tag. Und last but not least, die Avocado. Die Avocado ist extrem reich an Vitaminen und Mineralien, gerade an Vitaminen A, B, C und E. Und die Avocado könnt ihr zum einen essen, hat auch sehr gesunde Fette, könnt ihr aber auch auf die Haut drauf schmieren. Das heißt, ihr macht euch einfach eine Maske, zum Beispiel aus Honig und Avocado, tut das auf die Haut drauf und lasst euch überraschen. Also es tötet wirklich Pilze ab, es tötet Pickel ab. Probiert es bitte aus, extrem effektiv, gerade diese Mischung Honig und Avocado. Leute, falls euch das Video gefallen hat und ich euch helfen konnte, hier euer Hautbild etwas aufzufrischen und zu verbessern, eins verspreche ich euch, wenn ihr hier jeden Tag ja, etwas von diesen Lebensmitteln konsumiert oder alle Lebensmittel konsumiert jeden Tag, dann werdet ihr auf jeden Fall eine Verbesserung erleben. Falls ich euch helfen konnte, gebt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert diesen Channel, das würde mir extrem weiterhelfen. Wir sehen uns im nächsten Video, Peace, macht's gut, euer Dino.